Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum ersten Video des Mario & Rabbids Sparks of Hope The Last Bug Hunter DLCs. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Mit einem neuen DLC, was genau jetzt vor kurzem rauskam, wo ich gerade die letzte Folge aufgenommen hatte, ne? Ja. Das DLC The Last Bug Hunter kam genau heute, ich sag mal, an welchem Datum ich aufnehme, am 21.06. raus. Ich dachte mir einfach schon, ja, ich habe jetzt endlich alles fertig aufgenommen. Das Spiel hat mir einen dicken, fetten Mittelfinger gezeigt. Ich habe schon, ich weiß, dass da noch ein DLCs geplant waren, es ist sogar noch ein weiteres DLC geplant, aber ich habe schon erwartet, dass das noch mindestens ungefähr 3-4 Monate braucht und nicht einfach instant kommt, wenn ich hier das nächste Projekt anfangen will. Ich hoffe immer, dass das DLC nicht allzu lang ist. Also ihr kriegt wahrscheinlich eine weitere Rabbids-Woche oben dran geschenkt, aber das dann nach der Pikmin-Woche. Jedenfalls, The Last Bug Hunter, Mario & Rabbids Sparks of Hope. Es wird lustig, das wird spaßig. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß nur, was ich vom Trailer her gesehen habe, bei der Nintendo Direct. Ich pack mich mal aus dem Bild und wir genießen, was auch immer gleich passiert. Im Übrigen scheine ich hier auf meinen komplett neuen Spielstand anzulegen. Hortus Melodix ist ein Ort voller Gefahren und Geheimnisse. Bevor du dich hierher wagst, solltest du das Hauptspiel gespielt haben. Ja, habe ich. Da sind wir wieder, ne? Könntest du bitte den Kanal für Hortus Melodicus einstellen? Auf dem Weg zu Miseras Festung fliegen wir nah genug daran vorbei, um den Biophonien zu lauschen, den Liedern der Natur. Ah, okay, es spielt offenbar zwischen Karkmatal und dem Endkampf. Sie werden unsere strapazierten Nerven nach all dem Stress auf Karkmatal sicher... Ja, nach Karkmatal. Aber sehen wir es mal positiv. Karkmatal hat uns die Gelegenheit verschafft, die letzte der Sparkjägerinnen vernichtend zu schlagen. Bella so in Gedanken, das war nicht die letzte. Hortus Melodicus ist völlig verstummt. Also vom Prinzip her haben wir nur einen weiteren Planeten dazu bekommen, Leute. Mit dem DLC. Und den werden wir durchziehen. Das kann nicht sein. Der Planet ist eine lebende Symphonie. Vielleicht durchlebt er eine minimalistische Phase? Leider eventuell. Bin ich zu einem anderen Schluss gekommen. Ein Ausbruch von Finsterzeitaktivitäten auf dem Planeten. Ja. Genie, nimm sofort Kurs auf Hortus Melodicus! Was? Danach fliegen wir sofort dorthin, Rabbit Rosalina. Versprochen. Aber wenn wir Hortus Melodicus nicht retten, betreten wir die Höhle des Löwen mit einer Viper im Nacken. Ist euch übrigens aufgefallen, der Ladescreen ist ein bisschen anders. Da ist so ein anderes Vieh statt dem Fisch durchs Bildschirm geflogen. Jo, Hortus Melodicus. Warum ist das viel krasser gezeichnet als die anderen Planeten? Bipo, die Dichte der Luft hier auf Hortus Melodicus hat sich drastisch verändert. Erst wenn die Werte wieder normal sind, kann unser Schiff den nötigen Schub erzeugen, um die Atmosphäre zu verlassen. Okay. Solange es Finsterzeit auf Hortus Melodicus gibt, ist nichts normal. Das wird zweifellos schwierig. Aber wie schwierig? Natürlich kann sich das ich lass mal auf Mittel. Unterwegs jederzeit ändern. Aber das kennen wir ja schon. Und jetzt nur wenn ich überleben sehe, dann wird es auf einmal einfach. Alle Helden in Sparks stehen bereit.
Also wie in der Hauptstory oder wie darf ich es mir jetzt gerade vorstellen? Die haben auf jeden Fall alle Level 30. Ja, ich nehme auch mal alles von der Hauptstory mit. Also so, wie ich es am Ende noch eingestellt hatte. Okay. Die Fertigkeiten sind auch noch alle so eingestellt. Ich will aber mein Hauptteam hier wieder haben. So, Leute. Das hat jetzt bei mir ein bisschen gedauert, weil als ich auf die Skills geguckt habe, habe ich nochmal gesehen, die sind komplett verskillt alle gewesen. Also ich habe die jetzt alle nochmal richtig geskillt. Und jetzt will ich mir eben kurz hier einmal angucken, was wir hier überhaupt vor uns haben. Ich sehe auf jeden Fall schon mal zwei Planetenmünzen. Der Planet scheint nicht so gigantisch zu sein. Was verkaufst du denn hier vorne? Ja, ist noch nicht alles offiziell raus. Ein paar Münzen habe ich direkt. Ich habe allen mal das Urwald-Waffen-Skin-Zeug gegeben, damit es ein bisschen mehr zur Umgebung passt. Aber offenbar werden wir hier noch die Schallsachen bekommen. Es gibt noch einen neuen Gegner, den Wassergolem, den Elektrogolem, Kanonikus und den Feuergolem. Ich sollte mich auf jeden Fall erstmal mit Heilung einpacken. Naja, was heißt einpacken? Ich habe nur eine. Und wir gönnen uns direkt den Marsch der Golems. Die Musik hier ist schön. Oh, ein neuer Spark? Meteoriter. Ihr müsst die Kanone nutzen, um hier rauszukommen. Zum Glück habt ihr mich, um euch zu zeigen, wie das läuft. Seht ihr den Knopf auf der Bodenplatte da? Es gibt zwei davon. Seht ihr den anderen da drüben? Die Kanone, die euch in die sichere Zone katapultieren kann, wird erst aktiviert, wenn ihr beide Knöpfe gedrückt. Kinderleicht, oder? Ach, noch was. Wenn ihr diese Schlacht gewinnt, kann ich mich euch anschließen. Wir kriegen einen neuen Spark. Vorsicht! Wenn meine Berechnungen stimmen, wird bald ein neuer und schrecklicher Gegner aus diesen eiförmigen Kokons schlüpfen. Wenn sie besiegt werden, kehren sie in ihren Kokonzustand zurück und schlüpfen erfrischt noch einmal. Es sei denn, ihr rast die Eier um, bevor sie schlüpfen. Ah, okay, so kann ich verhindern, dass diese Golems erscheinen, ne? Wir sollten ihn uns mit der Taktika näher ansehen. Ja, mache ich sofort. Unter anderem auch, weil ich die Schwächen von diesen Golems wissen will. Da hinten sehe ich auch nochmal einen neuen Gegnertypus. Der Elektrogolem. Der mag Schleim nicht. Wir haben noch den Feuer- und den Wassergolem, der uns noch erwartet. Wir können uns eigentlich darauf einstellen. Hier ist zum Beispiel der Feuergolem. Der mag logischerweise Wasser nicht. Na gut, kann ich meine Sparks eben kurz darauf einstellen, ne? So, meine Sparks sind darauf eingestellt. Let's go. So, einfach treten, dann ist es weg. So verhindere ich, dass die so erscheinen, wie sie erscheinen sollen. Und wir müssen da einmal hoch und wir müssen da einmal hoch. Das wird lustig. Zack. Den einmal weggegrätscht. Und den anderen grätschen wir auch direkt weg. Zack. Schon sind wir sie los. Und mehr kann ich auch die Runde nicht machen. Ich habe mir drei Ladungen von dem Eisenblick natürlich gegönnt. Da haben wir den Wassergolem. Der mag bestimmt Elektrizität nicht. Ich guck mal sicherheitshalber eben kurz nach. Ja, der mag Schock nicht. Ich habe alle vier Elemente, die ich hier gebrauchen könnte, dabei. Also Rosalina hat den Wassershaker. Rebella hat eine Elektroverstärkung für ihre Waffe und den Feuerregen, falls nötig. Und hier habe ich noch den Toxishaker. So, ich habe mir die Sturmklinge schon bereit gemacht. Christ. So, der ist jetzt auch stumm geschaltet.
dann vernichten wir dich. Sniper mag ich nicht. So. Wieder mal einen kaputt gegrätscht. Und jetzt darf ich hier erstmal hochfliegen. Es ist eine sehr interessante Map, muss ich sagen. So, du bist ein Wassergolem, ne? Okay, und ich muss ihn danach auch instant zerstören. Wie, ach, du bist ein Elektrogolem und kein Wassergolem? Oh, da habe ich was falsch verstanden. Naja, wir haben ja den Toxishaker. Und der ist ja sehr effektiv. Oh, wie sich meine Spark-Energie auch aktiviert hat. Ich mache ihn einfach lethargisch, falls er jetzt nicht stirbt. Okay, er stirbt. So, jetzt ist er zu dem Ei geworden. Aber ich kann ihn gerade nicht grätschen, ist das Problem. Also kommt er instant zurück. Ah, und er macht so eine Schockwelle um sich rum. Okay, ich schleudere dich jetzt aber runter, Kollege. Und weg. Okay, und das finisht sie erst. Verstanden. Okay. Wir haben ja einen neuen Gegnertyp los kennengelernt. Wir wissen jetzt, man sollte den am besten nicht insta-finishen, sondern eventuell gerade so am Leben halten und dann in der nächsten Runde vernichten, damit man ihnen auch den Tritt geben kann. Was hat er eigentlich sonst noch für Fähigkeiten? Okay. Wenn ich ihn Stampf oder Raserei mache, dann habe ich Wasser auf mir drauf. Das könnte ich dann gegen andere nutzen. Wahrscheinlich die anderen Golems ungefähr dasselbe. Okay, ich lasse ihn jetzt gerade so am Leben. Und dann grätsche ich ihn in der nächsten Runde weg. So, du wirst weggeflext. So, und eine Seite hätten wir damit dann schon. Jetzt müssen wir nur noch die andere Seite machen. Und natürlich müssen wir auch eben kurz den Knopf hier drücken. Wo ich dann jetzt erstmal meine Leute versammle. Da drüben hat sich ein Portal gebildet. Okay, und hier kommen wir raus. Aber ich muss jetzt erstmal mit allen nach da hinten. So, ich bin so weit wie möglich jetzt rübergekommen. Ich kann nur den da eben kurz ein bisschen schädigen. Den Scharfschützen. Meine Trägerkarte reicht den halt leider auch nicht. Obwohl, jetzt kann ich ihn so ein bisschen treffen. Ah, zumindest sind wir den Scharfschützen losgeworden. Mit Luigi habe ich schon die Sicht aktiviert. Was auch immer da jetzt rauskommt, es wird instant abgeschossen. Ach, ein Golem. Vielleicht soll ich den Schwierigkeitsgrad einen höher schellen. Die sterben ja instant. Okay, die kommen runter. Aber sind zu doof zum Treffen. So, habe ihn kaputt getreten. Plus Sturmklinge. Das schlimme Dicke. Zack. Mal gut Schaden genommen.
Okay, er ist ein Ei. Zack. Licht ist aktiviert. Autschen. Oh, danke, ich bin, glaube ich, jetzt näher an dem Knopf. So, ich habe jetzt extra eine Runde gewartet, damit ich mit allen drei gleichzeitig nach da oben gehe. Die Golems sind zwar nicht so extrem stark, aber ich will mich auch nicht unbedingt mit denen anlegen. So, Blitz. So, den einen habe ich mit der Sicht vernichtet. Der andere ist so gestorben. Jetzt muss ich nur noch zum Knopf rüber, ne? Ich lasse Luigi gerade schon mal rüber gehen. Er hat die Sicht aktiv. Und der ist schon mal down. Einfach nur den da schrotten. So, der ist schon down. Ach cool, selbst darauf geht der Elektroschaden. Weil ich den Golem getreten habe. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch darunter. Und es reicht ja, wenn einer dahin geht. Level geschafft. Wir kriegen ja aber viele Sternteile. Hier an der Quelle solltet ihr euer Ohr der Biophonie schenken. Der erbaulichsten Naturmusik in der ganzen Galaxie. Und warum hören wir sie nicht? Was hat Hortus Melodicus nur verstummen lassen? So etwas schafft nicht einmal Finsterzeit. Gute Frage. Ich glaube, ich verstehe. Hortus Melodicus ist erschüttert, weil das symphonische Ökosystem zum Schweigen gebracht wurde. Zum Beispiel die Luft. Sie ist jetzt wesentlich dichter, weshalb unser Schiff nicht starten kann. Da Musik lediglich eine Determinante der mathematischen Gesetze der Harmonik ist, müssten wir die Harmonie wiederherstellen können, indem wir die Biophonien digital nachbilden. Okay. Genie. Echte Musik lässt sich nicht auf Mathematik reduzieren. Sie haben so viel gemeinsam wie Oktave und Oktopus. Ja, stimmt irgendwo. Interessant. Die Oktave bezeichnet 8 Tonstufen auf der Tonleiter und der Oktopus hat 8. Es reicht, Genie. Wieso kriege ich Fertigkeiten Prismen? Ich habe doch schon die maximale Anzahl eigentlich. Lol, hier gibt es eine weitere Obergrenze. Ich kann noch mehr Level machen als sonst. Hier geht's höher als Level 30. Okay. Muss ich aber erstmal nachdenken, wie ich die überhaupt verwerten will. Aber nämlich die Schadensabnahme bei Luigi erstmal. So, wir dürfen die Meteoriten natürlich nicht vergessen, ne? Helden verfügen plus 8% Waffenschaden zu und für jeden Gegner in Reichweite erhöht sie ihre Schadensunempfindlichkeit um 8%. Okay, du scheinst sehr strong zu sein. Im Übrigen kann es sein, dass ich bei dem DSC hier die Folgen ein bisschen länger mache, damit wir das schneller abschließen. Was für eine schöne Musik. Alles macht Musik. Da hinten ist ein Affe. Hilfe von Bipos Kräften.
Ach so, die alte Leier. Ich dachte jetzt irgendwie, hä, neue Fähigkeit? Ich krieg einen Powerblock geschenkt. Sie wollen natürlich alles sehen. Ich werde nur bei den Kämpfen cutten. Bei dem DLC. Das verspreche ich euch. Okay, wo führen die Fußspuren hin? Da hoch. Und welcher der beiden Seiten ist die unsichtbare Brücke? Falls nötig. Hier ist auf jeden Fall eine Leiter. Ich weiß auf jeden Fall, was wir dadurch schon machen. Nämlich, dass sie umdrehen. Dann ist der Weg da unten hinfällig. Da will ein Ei drauf. Das können wir kaputt schreien. Da will auch was rein. Und zwar der Knopf hier. So. Das Ei hin muss wissen wir. Ich überlege gerade, ob ich mir eventuell noch mal eben kurz ein bisschen Heilung kaufen gehen sollte. Das ist, glaube ich, ein Rückweg, oder? Nee, das ist der Weiterweg. Ist das ein straighter Weg? Wenn ja, hole ich mir einmal kurz die Flagge und danach kaufe ich mir ein paar Heil-Items. Ja, ich weiß, wie Teleportflaggen funktionieren. Ich gehe mir einmal kurz von dem Geld, das ich habe, Heilung kaufen. Ich habe gerade auf dem Rückweg einmal auf die Karte geguckt und gemerkt, hier ist doch auch noch eine Finsterzeit. Und hier kriegen wir auch die erste Planetenmünze. Finsterzeit im Urwald. Ich sehe richtig viele Augen. Aber ich sehe auch Bonbons. Und Kamek. Okay, ich tausche einmal kurz Luigi gegen Rabbit Luigi aus. Ich würde mal sagen, wir werfen jetzt mal zuallererst den Bonbon direkt da hoch. So, sind wir zwei Augen schon mal los. Wenn wir Rebella nehmen, können wir eventuell das nächste von diesen Bonbons auch auf die Augen werfen. Nee, reicht nicht, dass ich da rankomme. Treffe aber trotzdem zwei Augen zumindest. So, mit Rabbit Luigi machen wir direkt hier oben weiter. Oh, guck mal, ich treffe richtig viel. Mach ich mir Frostbeul noch drauf. Schade, genau den letzten treffe ich, glaube ich, nicht von den Augen dort. So, Kamek kriegt von mir eine Breitseite. Und ich kann ihn sogar mit der Lethargie treffen, also mit der Trägheit. Immer sind die Gegner alle lethargisch. Ich hatte die Hoffnung, dass er nicht nah genug rankommt. Wie zum Beispiel der Bonbon. Und dann kann ich sie für meine Zwecke missbrauchen.
Und noch einer von denen. So, kriege ich Sinn? Zack. Mach ich hier unten alle mal handlungsunfähig. Dann kann ich eigentlich auch den Shaker hier unten direkt nutzen. Cool, erst mache ich die Stärkung. So, mein Meteorit. Maximales Ausmaß. Alter, wie Rebella leuchtet. Kaioken. Oh, guter Schaden. Viel zu leicht. So, jetzt mache ich aber den Shaker da unten. Das sollte richtig viel Zerstörung anrichten. So, dann nutze ich hier mal den Aqua-Shaker. Sollte die Schleimherren runterpusten. Waren das nicht Wasserknechte? So, und dann vernichte ich noch Kamek. Ja, da kommt die Schwächung zustande. Kein Schaden. Ach, ist das schön. Solche Pfeifen. Sind nur noch 4 Augen, wenn ich es richtig gezählt habe. Ne, 5. Da hinten ist ja auch noch eins ganz hinten. Ich überlege gerade, eventuell geht die Sturmklinge auch auf das Auge, wenn ich jemanden in der Nähe grätsche und er sie in der Nähe steht. Nee, schade, leider nicht. Aber den Kamek sind wir trotzdem los. So, die beiden Augen vernichte ich so. Kann sein, dass ich diese Runde finito hier mache. Ich muss die ganzen Typen ja nicht verkloppen. So, Teamsprung. Da drauf. Hab's noch da hoch geschafft. Schieß hier das Auge kaputt. Und Rebel Luigi sollte ich eigentlich die anderen beiden letzten treffen. Wenn ich nicht komplett bescheuert stehe. Okay, kann doch erst nächste Runde finishen. Schlachten hier sind auch ekelhaft. Aber sollte jetzt zu Ende sein. Ja, so trifft es alle. Warte mal, kann ich mich sicher hinstellen, dass es auch wirklich trifft? Ja. Zack, zack, zack. Geschafft. So, hier das hätten wir dann jetzt auch geschafft. Wir können ja daran so schon sehen, dass es offenbar nicht so extrem viele Münzen sind. Der Krieger und das Biest. So, da teleportiere ich mich hin. Und wir machen hier dann beim nächsten Mal weiter. Ich guck gerade, dann gehen wir hier den Weg runter. Und da hinten ist dann die nächste Finsterzeit. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es mindestens 2 Bosse gibt. Einmal so ein
mechanischen König Bomb-Omb und natürlich die Sparkieren, die fehlt. Also die letzte. Jedenfalls, wenn es euch heute gefallen hat, den nächsten Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!